Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die mangelnde Einsatzfähigkeit der Bundeswehr geht nach internen Papieren auch auf strukturelle Probleme zurück. Das zeigen Unterlagen zur inneren Führung in der Bundeswehr, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegen. Darin werden unklare Entscheidungswege und Verantwortlichkeiten kritisiert. Das betreffe die Truppenführung ebenso wie Ausrüstung und Materialbeschaffung. Die Sanierung der Gorch Fock, immer neue Probleme, die Kosten sind immens gestiegen. Auch bei Bundeswehr-Aufklärungsflugzeugen gibt es Kritik vom Bundesrechnungshof. Das Verteidigungsministerium habe die Kosten nicht im Griff. Jetzt werden Stimmen aus der Bundeswehr laut, es gehe um grundlegende Strukturprobleme. Nehme ich jetzt mal das Bild der Gorch Fock. Da gab es ja sehr viele Entscheider, die aber alle nicht wirklich fürs Ergebnis verantwortlich waren. Das müsste verändert werden. Das ist Kern des Projekts Innere Führung heute. Das betrifft die Beschaffung wie Truppenführung im Allgemeinen. Das Projekt Innere Führung heute ist eine Initiative von Ministerin von der Leyen aus dem Jahr 2017. Vom Hauptmann bis zum General, 800 Teilnehmer tagten seitdem in Workshops. Dazu steht in einem internen Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, militärische Vorgesetzte können ihrer Verantwortung für die Einsatzbereitschaft ihrer Kräfte nur eingeschränkt gerecht werden. Es besteht eine Unwucht zwischen Zentralisierung und Entscheidungsverantwortung vor Ort. Folge: Verantwortungsdiffusion. Ein abschließender Bericht soll im Sommer erscheinen. Erste Maßnahmen werden bereits umgesetzt, heißt es aus dem Ministerium. Im Bericht aus Berlin wirft der verteidigungspolitische Sprecher der Grünen von der Leyen vor, sie hätte schon längst etwas ändern können. Natürlich sind Prozesse eingeführt worden, die langwierig, die bürokratisch sind. Wichtig ist, dass man dort Entscheidungen trifft, wo die Verantwortung liegt, wo auch die Kompetenz liegt. Ich höre oft bei Truppenbesuchen, dass sich Kommandeure darüber beschweren, dass sie zu wenig Verantwortung, nicht dass sie zu viel Verantwortung haben. Der verteidigungspolitische Sprecher der Union kontert. Von der Leyen habe Reformen zur besseren Beschaffung und Nutzung auf den Weg gebracht. Darauf verweist auch das Ministerium. Aber wichtig ist, dass Entscheidungsprozesse schneller ablaufen, damit die Soldatinnen und Soldaten auch schneller das notwendige Gerät bekommen. Ob die Gorch Fock jemals wieder in See stechen wird, ist zurzeit unklar. Bis zum Sommer, so das Ministerium, soll sie zumindest wieder aus dem Trockendock geholt werden. Im Dieselskandal gibt es neue Vorwürfe gegen Daimler. Der Autokonzern soll eine bisher unbekannte Betrugssoftware eingesetzt haben, damit Fahrzeuge auf dem Prüfstand weniger Stickoxide ausstoßen. Zuerst berichtete die Bild am Sonntag darüber. Daimler bestätigte, dass das Kraftfahrtbundesamt ein Anhörungsverfahren eingeleitet hat. Dabei steht auch der Verdacht im Raum, dass der Autobauer versucht haben könnte, die Betrugssoftware unbemerkt zu entfernen. Der Mercedes GLK 220 CDI, dass sich in seinem Motor illegale Abschalteinrichtungen befinden, dieser Verdacht besteht schon länger. Nun gibt es einen neuen Verdacht. Im Zuge von Software-Updates könnte Daimler eine weitere, bislang unbekannte Manipulation beseitigt haben, die der Konzern dem Kraftfahrtbundesamt nicht gemeldet hatte. Dieser illegalen Abschalteinrichtungen dann noch zusätzliche Abschalteinrichtungen beseitigt wurden. Das muss angezeigt werden. Und wenn das nicht angezeigt wird, ist das entsprechend illegal. Laut Bundesverkehrsministerium sind diese Vorwürfe bereits seit Herbst 2018 bekannt. Daimler teilte auf Anfrage mit: Wir kooperieren vollumfänglich mit dem Kraftfahrtbundesamt und prüfen den beschriebenen Sachverhalt. Die Behauptung, dass wir mit der freiwilligen Servicemaßnahme etwas verbergen wollen, ist unzutreffend. Das Kraftfahrtbundesamt hat ein offizielles Anhörungsverfahren eingeleitet. Eine schriftliche Stellungnahme seitens des Daimler-Konzerns wird noch in diesem Monat erwartet. Sollte es zu einer Rückrufaktion des GLK 220 CDI kommen, so wären rund 60.000 Fahrzeuge allein dieses Modells betroffen. In Mosambik sind einen Monat nach dem verheerenden Tropensturm Idai hunderttausende Menschen von Hunger und Krankheiten bedroht. Hilfsorganisationen warnen, das südostafrikanische Land brauche weiter Unterstützung. Nötig seien Nahrungsmittel und Hilfe für den Wiederaufbau. Überschwemmungen haben große Teile der Ernte und des Saatguts zerstört. Außerdem gibt es immer noch Gegenden, die für die Helfer schwer erreichbar sind.
Während in Beirat zerstörte Häuser langsam wieder aufgebaut werden, versuchen die Vereinten Nationen im Hinterland von Mosambiks zweitgrößter Stadt auch jene Orte zu erreichen, die immer noch von Wassermassen eingeschlossen sind. Dafür werden spezielle Amphibienfahrzeuge eingesetzt und natürlich auch Boote und Hubschrauber. Es gebe immer noch Menschen, die seit 4 Wochen keine Hilfe bekommen haben, berichtet eine Mitarbeiterin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, die vor Ort war. Es ist sehr harte Arbeit dort, aber wir müssen nun dranbleiben. Denn auch wenn Mosambik aus den Schlagzeilen geraten ist, es gibt immer noch viel zu tun und die Lage bleibt ernst. Dort, wo Lkw wieder fahren können, versorgt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen die Bevölkerung tonnenweise mit Nahrung und Hilfsmitteln. Hunderttausende Menschen sind es insgesamt. Heute erhalte ich zum ersten Mal selbst Essen. Bisher habe ich von dem gelebt, was meine Tochter und meine Enkelkinder bisher bekommen haben, nachdem ihre Häuser zerstört wurden. Der Tropensturm hat etwa 500.000 Kleinbauern und deren Familien ihre Lebensgrundlage genommen, ihre Ernte und auch einen Großteil ihres Saatguts für das nächste Jahr. 80% der Menschen hier leben vom Anbau und vom Fischfang. Beides wurde ausgelöscht. Es wird also dauern, bis die Menschen in den betroffenen Regionen nicht mehr von den Hilfslieferungen abhängig sind, sondern sich wieder selbst ernähren können. Spenden für die Opfer des Tropensturms können Sie beim Bündnis Entwicklung hilft und bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD Wirbelsturm Idai. Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder übers Internet unter spendenkonto-nothilfe.de. Der Wiederaufbau in den früheren IS-Gebieten in Syrien gestaltet sich schwierig. In der ehemaligen Hochburg der Terrormiliz, der Ortschaft Barghouz, verhindern Sprengfallen eine schnelle Rückkehr der Bewohner. Die medizinische Versorgung ist größtenteils zusammengebrochen. Einheiten der sogenannten demokratischen Kräfte Syriens hatten die letzte Bastion des IS vor 3 Wochen erobert. Die Überreste des Zeltlagers am Euphratufer. Hier verschanzten sich die letzten IS-Kämpfer bis zu ihrer Niederlage vor 3 Wochen. Noch immer sind in Barghouz nicht alle Leichen geborgen. Unter den Trümmern lauern Minen und Sprengfallen. Die Räumung kann sich noch Wochen hinziehen. Kurdische Einheiten haben die Eingänge des weit verzweigten Tunnelsystems versiegelt. Risiken bleiben. Wir finden in den Tunneln ihre Hinterlassenschaft. Minen, Waffen, aber bislang keine Kämpfer. Stoßen unsere Einheiten auf sie, schießen sie sofort. Die einst idyllische Kleinstadt im Grünen liegt in Ruinen. Immer wieder wird die Stille durch Explosionen, Schüsse und das Heulen von Sirenen unterbrochen. Einsätze von Spezialkräften gegen Schläferzellen. Die umliegenden Kliniken sind mit den vielen Verletzten überfordert. Es fehlen Ärzte, Medikamente, Antibiotika, um schwer verletzte Patienten zu behandeln. Meist sind es Frauen und Kinder. Wir können sie nicht versorgen, ihnen nicht helfen. Wir müssen operieren, haben aber keine Chirurgen. Versorgung der Patienten, Minen räumen, Wiederaufbau. Enorme Aufgaben für die kurdische Selbstverwaltung nach dem Sieg über den IS. Es kann noch Jahre dauern, bis Menschen nach Barghouz zurückkehren. In Finnland ist heute ein neues Parlament gewählt worden. Letzte Umfragen hatten auf einen Regierungswechsel hingedeutet. Demnach können die bisher oppositionellen Sozialdemokraten um ihren Vorsitzenden Rinne darauf hoffen, stärkste Kraft zu werden. Erste Teilergebnisse scheinen dies zu bestätigen. Die Zentrumspartei von Ministerpräsident Sipilä muss demnach deutliche Verluste hinnehmen. Seine Regierung war nach dem Scheitern einer Gesundheits- und Sozialreform zerbrochen. Im US-Bundesstaat Kalifornien hat das weltgrößte Flugzeug Stratolaunch seinen Jungfernflug absolviert. Die Maschine soll dazu dienen, Satelliten in die Erdumlaufbahn zu befördern. Sie besteht aus 2 miteinander verbundenen Rümpfen und hat eine Spannweite von knapp 120 Metern. Das Flugzeug landete nach verschiedenen Testmanövern problemlos. Das weltgrößte Flugzeug startet frühmorgens in der kalifornischen Mojave-Wüste zu seinem Jungfernflug. 73 Meter lang mit 2 Rümpfen wie bei einem Katamaran und einer Flügelspannweite von 117 Metern. 2,5 Stunden dauert die Premiere.
Der Flug war gut, das ist bei einem Erstflug ja immer das Wichtigste, so der Pilot in einer Telefonpressekonferenz. Die meisten Tests sind auch so verlaufen, wie wir es uns gewünscht haben. Ins Leben gerufen wurde das Projekt Stratolaunch vom verstorbenen Internetmilliardär und Microsoft-Mitgründer Paul Allen. Bei der Entwicklung setzte Stratolaunch auf bewährte Luftfahrttechnik. Beide Rümpfe stammen in Teilen von einer Boeing 747, auch die 6 Motoren werden beim Bau von Jumbojets verwendet. Maximal 3 Trägerraketen kann das Riesenflugzeug später in bis zu 11.000 Meter Höhe bringen. Von dort sollen die Raketen Satelliten in die Erdumlaufbahn transportieren. Und Stratolaunch verspricht deutlich günstiger zu sein als die Konkurrenten wie SpaceX oder die europäische Ariane-Rakete. Ob es aber genug Aufträge geben wird, ist noch offen. Und damit bleibt auch unklar, ob das größte Flugzeug der Welt irgendwann einmal profitabel eingesetzt werden kann. Das Bundesamt für Verfassungsschutz zeigt sich besorgt über Tendenzen in der rechtsextremen Szene. Man registriere eine intensive Vernetzung unterschiedlicher Gruppierungen, sagte Behördenchef Haldenwang der Welt am Sonntag. Die Grenzen zwischen rechtsextremistischen Kreisen und dem Protestbürgertum würden zunehmend verschwimmen. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass der Rechtsextremismus aufmerksamer beobachtet werden müsse. In mehreren KZ-Gedenkstätten ist an die Befreiung der Gefangenen aus den Konzentrationslagern vor 74 Jahren erinnert worden. Im ehemaligen Lager Ravensbrück mahnte Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, jeder Form von Diskriminierung bei jedem Übergriff entgegenzutreten. Auch in Buchenwald wurde der Inhaftierten gedacht, die während des Naziterrors ermordet wurden oder durch Erschöpfung und Krankheiten umkamen. Die Konzentrationslager waren in den letzten Kriegswochen von Truppen der Alliierten befreit worden. In Rom haben am heutigen Palmsonntag die offiziellen Feierlichkeiten zum Auftakt der Karwoche begonnen. Bei einer Messe auf dem Petersplatz segnete Papst Franziskus Ölzweige und Palmwedel der Gläubigen. In seiner Predigt ermahnte er sie zu Demut angesichts weltlicher Versuchungen. Christen erinnern am Sonntag vor Ostern an den Einzug Jesu in Jerusalem und den Beginn seines Leidensweges. In der Fußball-Bundesliga erhielten die Champions-League-Ambitionen von Eintracht Frankfurt einen herben Dämpfer. Die Hessen unterlagen Augsburg mit 1:3. Bayern München dagegen setzte sich mit einem 4:1-Erfolg in Düsseldorf wieder an die Tabellenspitze. Die Bayern gewinnen zwar ihr Spiel, verlieren aber zugleich Manuel Neuer verletzt. In Düsseldorf, bei der Fortuna, die seit gestern den Klassenerhalt sicher hat, der FC Bayern in den dunklen Trikots in der 15. Minute in Führung. Torschütze Kingsley Coman seine Hereingabe nicht mehr berührt. Bayerns Angriffsmaschine läuft danach gelegentlich in Hochgeschwindigkeit. Noch vor der Pause das 0:2, erneut Coman. Kurz nach der Halbzeit folgt die Auswechslung von Neuer, der sich hierbei ohne Fremdeinwirkung an der linken Wade verletzte. Nach 55 Minuten dann das 3. Tor des Tages, Serge Gnabry dafür verantwortlich. In der Schlussphase bekam Hummels den Ball an die Hand. Die Konsequenz nach Videobeweis Elfmeter für Düsseldorf, Luke Bacchio 1:3. In der Nachspielzeit sorgt Goretzka für den Rest. Die Bayern gewinnen 4:1, bangen aber neben Neuer auch um Hummels, der humpelnd das Stadion verließ. Julian Nagelsmann auf Jubelkurs in Richtung Europacup. Die in Blau spielenden Hoffenheimer überrollen die ersatzgeschwächte Hertha von Anfang an. Nur ein Tor will einfach nicht fallen. Weder beim Versuch von Kramaric in der 8. Minute, noch bei der Großchance von Zorloy direkt danach. Nach einer halben Stunde fällt dann aber doch die hochverdiente Führung. Nadim Amiri trifft mit seinem ersten Saisontor zum Halbzeitstand von 1:0. Boris Becker sieht auch in der zweiten Halbzeit trotz insgesamt 30 Torschüssen für die TSG nur noch einen weiteren Treffer. Und bei dem musste auch noch der Videoschiedsrichter nachhelfen. Herthas Pekarik hebt bei der Flanke von Schulz das Abseits auf. Ries Nelson macht mit seinem 7. Saisontor das 2:0 und zugleich den Endstand perfekt. Für Hertha-Coach Pal Dardai ist es nicht nur die 5. Niederlage in Folge. Eine längere Pleitenserie gab es unter den Ungarn noch nie. Die Tabelle: München mit einem Punkt Vorsprung vor Dortmund an der Spitze. Leipzig ist Dritter, gefolgt von Frankfurt. Auf den Europa-League-Plätzen Mönchengladbach und Hoffenheim.
Die zweite Hälfte beginnt mit Düsseldorf, dann Berlin, Mainz, Freiburg und Augsburg. Stuttgart auf dem Relegationsplatz, Nürnberg und Hannover belegen die Abstiegsränge. Lewis Hamilton gewinnt den großen Preis von China vor Valtteri Bottas und Sebastian Vettel. Hamilton setzt sich gleich zu Beginn durch und steuert ab diesem Zeitpunkt einem ungefährdeten Start-Zielsieg entgegen. Dahinter verändert Ferrari per Teamorder die Reihenfolge, setzt damit auf Sebastian Vettel, der ein starkes Rennen zeigt, aber zu keiner Zeit Mercedes unter Druck setzen kann. Der Titelverteidiger Lewis Hamilton übernimmt mit dem heutigen Tagessieg nach dem dritten Formel 1 Grand Prix die Führung in der laufenden WM-Wertung. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 15. April. Das Hoch über Skandinavien sorgt in den kommenden Tagen bei uns für insgesamt freundliches Wetter. Heute Nacht halten sich in einem Streifen vom Nordwesten bis in den Südosten noch einige Wolken und örtlich etwas Regen. Im Verlauf lockert es aber auch dort auf. Morgen gibt es ganz im Süden und Südwesten auch mal kompaktere Wolken, sonst ist es aber vielfach sonnig oder nur locker bewölkt und trocken. Heute Nacht vor allem in der Mitte und im Süden örtlich noch Frost. Morgen verbreitet milder mit Höchstwerten bis zu 17 Grad an Rhein und Main. Am Dienstag oft sonnig oder nur leicht bewölkt, im Südwesten später örtlich Schauer. Auch am Mittwoch viel Sonne, im Westen und Südwesten dichtere Wolken und etwas Regen. Donnerstag im Norden sonnig, sonst teilweise wolkig, aber trocken. Um 23.15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Neuer Skandal oder alter Hut? Warum Daimler im Dieselskandal erneut in den Fokus gerät? Und die Macht der Straße, wie die Politik auf die neuesten Protestbewegungen reagiert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.